Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter. Hierbei heißt Berg zockt. Ist grün zu grün, wie, keine Ahnung, irgendwas grünt halt. Ja, und es sieht mittlerweile einfach cool aus hier, auch mit diesen Mega-Heizungen. Gut, jetzt muss ich schnell gucken. Wir haben irgendwo noch Sachen hingestellt, nämlich solche. Aber irgendwie keine Kerne drin. Kann das sein? Oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wer hier keinen Kern hat. Die haben alle, also solche Samen, damit eben auch was wächst drin. Das da hinten sind ja wie gesagt Heizungen, das kann eigentlich, also die hier, das kann eigentlich nicht sein, was gemeint war. Hier, kommt hier noch was rein? Oh, tatsächlich. Jo, ja gut, dann müssen wir natürlich schnell, habe ich denn was dabei? Nö, wahrscheinlich nicht. Ne, natürlich nicht. Was kommt denn da rein? Irgendwelche Samenkollegen. Wir gehen mal schnell gucken, wir haben einen ganzen Schrank von denen. Und danach werden wir gucken, dass wir den Extraktor dorthin stellen, wo wir ihn brauchen, nämlich beim Aluminium. Ich hoffe, ich finde das Aluminium noch. Aber ich glaube, ja. So, und hier bei den Monitoren, anscheinend fehlt uns, das können wir ja ganz schnell gucken, folgendes, nämlich Biomasse. Nee, doch. Biomasse. Aluminium, Eisen brauchen wir. Das finden wir schnell. Eisen haben wir hier. Aluminium haben wir irgendwo hier hinten. Ach ja, die Samen, jetzt sollte ich die nicht vergessen. So, jetzt machen wir aber schnell den Monitor. Und der hängt nämlich an der Wand. Das ist auch so ein großes Teil anscheinend. Ja, sieht man hier, da passt ja nicht drauf. Wohin mit dir? Wäre hier noch cool, allerdings. Nicht bei den Fenstern, das gefällt mir nicht. Hier hinten sind wir nicht, da ist alles leer. Vielleicht auch hier vorne, hier haben wir auch so ein Teil. Ja, das geht hier nicht mehr hin, da geht es nicht hin. Hier ist halt alles zugestellt, hier ist wieder ein Fenster, da haben wir auch keinen Platz. Geht auch nicht, aha, hier. Wenn ich dich ein bisschen drehe, nee, das bleibt rot. Ja, bleibt auch rot. Ja, dann stellen wir das Teil halt doch irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Oder da hinten. Ne, da bauen wir ja wahrscheinlich nochmal an. Wie sieht es denn hier aus? Lass mich mal gucken. Hier an die Wand ran. Nö, geht irgendwie nicht. Kann es sein, dass das irgendwie nirgends hinpasst? Oder habe ich es falsch rum? Ne, das wäre schon richtig so. Ah, doch, es geht. Zack. Einmal diesen. Pflanzen 17,6, Insekten haben wir noch keine, Tiere haben wir auch noch keine, Biomasse 17,8. Okay, sagt mir jetzt nicht so viel, aber wir haben einen neuen Bildschirm. Das ist doch auch schön. So, wir düsen zurück. Wir brauchen nämlich noch, was habe ich jetzt gesagt? Kerne, genau. Die sind, ich stand vorher gerade davor. Da, hier haben wir sie. Sind das die hier, die Kerne, oder sind das die hier, die Samen, oder die hier? Ne, das ist zum Essen, glaube ich. Ja, ja, das ist zum Essen. Dann haben wir die... Was passiert denn, wenn ich Baumrinde einpflanze? Ich nehme es mal mit. Dann haben wir hier noch 600er. Würde ich gerne haben. Und dann haben wir aber, glaube ich, wahrscheinlich noch andere so Blumenkollegen, wo auch noch nichts drin ist. Falls ja, gerne die Kommentare schreiben. Dann kriegen auch diese Blumenkollegen noch einen entsprechenden Samen. So, hier hinten war es. Dort. So, einmal gucken, ob hier die Baumrinde reingeht. Ne, hier ist ja schon was drin. Wo ist noch nichts drin? Hier ist noch nichts drin. So, Baumrinde. Ne, geht nicht. Aber das geht. Okay, die Baumrinde, die bringen wir zurück. Haben wir sonst noch irgendwie Blumen hier unten? Hier ist auch nichts drin. Ach, come on. Hätte ich da mal zwei mitgenommen. Kostet ja nichts, Herr Eisenberg. Am falschen Ort sparen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo die sind. Nämlich hier. Genau, nehmen wir mal einen kleineren. Hier so ein 400er. Und die Rinde kann ich ja, wie gesagt, eh gleich wieder zurück tun, weil die können wir nicht brauchen. So, und danach düsen wir los und dann schauen wir, dass wir den Extraktor hinkriegen. Hier ist eigentlich näher, Herr Eisenberg. Fahren Sie doch oder fliegen Sie doch hier hinten durch? Ne, da geht's nicht, aber hier hinten war's. Zack, den 400er rein und das passt. Sehr gut. Nochmal kurz zurück, weil wir werden uns jetzt kurz ausrüsten. So, für den Extraktor, damit wir den bauen können. Also, das wäre hier oben. Wo ist er denn, der Extraktor? Da ist er doch. Osmium, Iridiumstab, Superlegierung. Osmium, Iridiumstab. Weiß ich gar nicht, ob wir noch haben. Ne, haben wir natürlich genau nicht. Das heißt, wir brauchen Iridium zuerst, bevor wir was anderes machen. Iridium, Iridium. Da haben wir noch leere Schränke. Wo haben wir denn Iridium? Samen und Kerne? Uran? Da haben wir Iridium. Wir haben drei Iridium, das heißt, wir können kein Dingens machen. Ach ne, jetzt geht uns das Iridium aus. Ja, jetzt, ach, Herr Jemine. Okay, das ist natürlich Käse.
Iridium hatten wir eigentlich immer genug. Dann müssen wir erst zur Iridiumhöhle. Wo war die denn gleich nochmal? Eieiei. Ja, wir gehen mal gucken. Also, weil wir könnten auch eine Rakete natürlich machen, aber jetzt extra eine Rakete bauen dafür, das würde ich dann tatsächlich auch nicht. So, ich wollte eigentlich zur Nahrung, nee, nicht zur Nahrung, sondern zu den Rohstoffen, zu Ihnen hier, genau. Sollte ich rausnehmen. Osmium lassen wir mal drin, dann haben wir Sauerstoff, wir haben hier noch einen Kobalt-Kollegen, der kann raus. Und Nahrung haben wir eben doch zu viel, brauchen wir auch nicht. Hydration, okay, einmal Essen, ist in Ordnung, du gehst drüber. Dann nehmen wir die beiden noch mit, das würde passen. Und dann schauen wir schnell draußen wegen was zu trinken. Hier unten ist ja unser Wasserspender. Zack, einmal trinken. Der Rest geht drüber. Dann passt das. Jetzt, was wollten wir? Ja, im Prinzip haben wir die Taschen eh schon wieder voll. Mit den ganzen. Ja, ich muss natürlich Iridium nicht mitnehmen, um Iridium zu sammeln. Das ist natürlich auch wieder wahr. Deswegen düsen wir wieder zurück. Iridium hatten wir hier. Und dann haben wir hier wieder Iridium. Und ich muss auch das Osmium oder wie es heißt nicht mitnehmen. Das können wir auch wieder abladen. Okay, im Schluss weiß ich dann sowieso wieder nicht, wofür ich das alles gesammelt habe. Ist aber halb so schlimm. Dafür habe ich ja euch. Ich wollte eigentlich noch eine Wasserflasche loswerden. Da. So, zwei hier rüber. Der Rest ist okay. Wir düsen mal. Das könnte sogar sein, die rote Markierung. Wenn ich das jetzt noch wüsste. Nee, Osmium hatten wir doch. Ja, ja, doch, da hinten. Das stimmt schon. Hier bei diesem Wasserfall hätte ich fast gesagt. Das ist aber dann doch kein Wasserfall. Das ist ein Sandfall. Von daher. Das ist ja auch nicht weit. Das ist ja eigentlich sogar sehr nah, wenn man es genau nimmt. War das hier? Wir werden es gleich wissen. Zumindest rot ist das Ganze schon mal. Oh, das. Guck mal, das geht jetzt aber tatsächlich bis hier rein. Ja, das ist ja sehr nett hier. Das ist auch schon am Blühen. Ja, hier haben wir es doch. Iridium. So, unsere Iridiumhöhle. Wir nehmen mit, bis der Rucksack voll ist. Und zwar nur Iridium. Mit einem Stab machen können. Und dann finde ich dann schon wieder raus, was ich eigentlich ursprünglich für eine Idee hatte. Wofür wir das Ganze dann brauchen. So, ansonsten habe ich ja wie gesagt euch. Dann könnt ihr mir ein bisschen helfen. Haben wir hier nochmal irgendwo was? Fliegkollege? Nee, ich dachte gerade, vielleicht finden wir noch irgendwo eine Kiste. Aber hier drin waren wir halt auch schon relativ oft. Jetzt muss ich doch noch mal fragen, die Profis. Wenn ich das Iridium hier wegnehme, ist das weg. Also das spawnt in dem Sinne nicht nach. Sondern da müsste halt wieder ein Asteroid runterkommen. Ja gut, aber wir brauchen das Iridium. Also die Frage erübrigt sich eigentlich. So, dann können wir nämlich die Stäbe machen. Haben wir noch ein bisschen was mehr? Da unten leuchtet es noch. Da leuchtet es ja. Ja, hier ist noch einiges mehr. Jetzt ist hier aber, glaube ich, das Eis geschmolzen. Guck mal. Dann käme man von hier eben auch hier. Ach, hier haben wir ja noch einen Sammler. Ja, da haben wir noch mal ein bisschen Iridium. Viel mehr haben wir hier nicht. Den Rest können wir eigentlich rausschmeißen. Weil sonst sammelt der natürlich nicht. Ich lade hier mal alles. So, und dann fliegt das einfach in der Gegend rum. So, dass der wieder Platz hat. Und vielleicht dann doch wieder Iridium sammelt. Weil Eisen und so weiter, das haben wir wirklich alles genug. Das ist kein Problem. Gut, hier ist nochmal ein Kollege. Schau ich schnell in den Inventar. Oh, wir haben noch mehr als genug Platz. Also, dann sammeln wir hier. Zack, ohne Ende die Teile auf. Zum Glück liegen genug rum. Bohnensamen brauchen wir nicht. Kobalt brauchen wir nicht. Dich brauchen wir. Geht ihr mir nicht. Habe ich hier verstellt? Ne, das backt wieder. Das hatten wir schon mal bei einer Superlegierung, genau. Weiß ich noch. Da bin ich auch nicht rangekommen. Das Teil liegt bei uns vor der Basis tatsächlich. So, hier hinten ist, glaube ich, jetzt langsam gut. Oder habe ich was übersehen? Nee. Könnte natürlich sein, dass hier dann irgendwann noch was frei wird. Also frei wird vor allem. Der Zugang frei wird zu einer Höhle oder so. Also müssen wir diese Höhlen, die wir hier besucht haben, trotzdem ein bisschen im Auge behalten. Haben wir noch was? Ne, hier geht's wieder raus. Das kann nicht Sinn der Übung sein. Wie sieht's sonst aus? Oh, okay. Sauerstoff. Gut, dass ich gerade geguckt habe. Aber jetzt haben wir es, glaube ich, schon ziemlich geplündert hier, das Ganze. Nee, guck mal da. Ich sehe es nochmal rot. Sehr gut, mitkommen.
Widerstand ist zwecklos. Haben die Barks jeweils gesagt. Jawohl, haben wir. Gibt es hier noch irgendwie eine andere Seite weiter hinten? Ja, hier ist auch noch Blink Blink. Ach so, da bin ich vorher. Ja, vorher nicht rangekommen. Jetzt geht's. Wenn ich in einem anderen Winkel hier stehe, funktioniert's. Hast du vielleicht schon wieder ein bisschen Iridium? Ja, guck mal, tatsächlich. Okay, drei Slots haben wir noch. Kriegen wir die noch voll? Ist das hier Eis? Zeolith? Was macht ein Zeolith hier in der Höhle drin? Okay. So, wir können hier hinten mal noch raus. Aber hier liegt, glaube ich, nichts mehr rum. Kein Iridium. Nee, hier ist irgendwie dann was anderes. Schlechtes Wetter vor allem. Aber da sehe ich doch nochmal was. Guck mal hier, am Pfeiler ist auch noch was. Neuer Bauplan. Bildschirm. Orbitalinformation. Oh, ein neuer Bildschirm. Okay. Ich muss dazu irgendwie fliegen. Und ich hüpfe bloß. Geht das? Was ist das denn doofes? Moment. Jetzt ein bisschen ran. Ja, jetzt geht's. Das ging tatsächlich noch mit Fliegen. Das hatte ich jetzt auch noch nie. Hier hinten ist nämlich auch noch was. Da müsste ich aber... Nee, da muss ich auch noch mal ein bisschen näher ran. So, dann haben wir die Slots, glaube ich, voll. Maximal ein Platz haben wir noch, denke ich. Das wäre dann er hier. Nimm. Nee, jetzt ist der Inventar eh schon voll. Kann ich noch was rausballern? Irgendwie Nahrung oder so. Das wollen wir noch so eine Aubergine essen. Ein Wässerchen trinken. Dann haben wir noch mal zwei Slots. Wo war das jetzt? Ach, hier. So, dankeschön. Ja, jetzt haben wir nochmal einen Slot frei. Da unten sehe ich nochmal so ein Teil, das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt sind wir aber relativ gut unterwegs in Sachen Iridium. Und schön halt, dass wir diese Höhle genau tatsächlich vor unserer Basis haben. Das ist natürlich auch nett. Unsere Basis wäre irgendwo da hinten. Glaube ich zumindest. Wo war denn jetzt die Basis? Wir düsen mal raus. Das ist wahrscheinlich die falsche Seite. Werden wir gleich wissen. Nö, passt. Dann ist die Basis rechts. Jawohl, ich sehe schon die Raketenabschussstation. Sehr gut. Also Iridium haben wir. Jetzt wollen wir daraus Stäbe machen. Ja, und am Schluss soll es ein Extraktor werden für da hinten, wo die Felsen glitzern. Weil dort müsste ja das Aluminium sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, Sauerstoff ist gleich fertig. Das sollte aber eigentlich noch funktionieren mit hier reingehen. Jawohl, funktioniert auch. Sauber. Gehen wir gleich mal durch. Und machen hier die Stäbe. Geht das überhaupt zweimal? Müsste. Jawohl. Haben wir noch was an Bord? Ein bisschen was. Okay, das würde ich dann gerne ablagern. Iridium. Hier. So, geht ihr mal rüber. Dann haben wir wieder ein bisschen was auf Reserve. Und CO-Dingens. Dafür haben wir, glaube ich, noch keinen Schrank. Habe ich die Teile hier drin? Ich mache die mal hier rein. Oder haben wir Zeolith irgendwo? Das könnte sogar sein, dass ich doch noch einen Schrank habe für Zeolith. Moment. Samen und Kerne, Rohstoffe, Aluminium. Rohstoffe, Food. Hier, da haben wir es doch. Arg. Ja, wir haben irgendwo haben wir mal relativ viel von dem Zeugs gefunden. Wir haben auch noch zwei Raketenabschusskollegen. Die werden wir natürlich auch noch benutzen, wenn wir sie schon haben. Hier, Pulsare und Zeolith. Genau, das war's. Einmal hier rüber. Und jetzt schnell gucken. Der Kollege hier. Osmium, ein Stab. Superlegierung, das haben wir eigentlich alles. Wir brauchen Silizium, Titan. Da haben wir nochmal kurz. Da haben wir Superlegierung, Aluminium. Superlegierung. Da, hier. Sehr gut. Passt. Algen haben wir auch noch ein, zwei. Dann brauchen wir noch zweimal Osmium. Dann haben wir das Ganze. Und Osmium habe ich ja auch gerade wieder rausgepackt vorher. Da, Osmium. Zack, zack. Dann können wir den Extraktor bauen. Das würde ich dann auch tun. Nochmal kurz die Kontrolle. Ja, ist okay. Sauerstoff, Nahrung ist auch in Ordnung. Ja, da haben wir auch nochmal zwei Sachen. Das passt. Es ist ja auch nicht weit. Von daher sollten wir das relativ schnell haben. Jetzt muss ich nur die richtige Stelle erwischen. Das ist eher das Problem. Also irgendwo, wo es wirklich Sinn macht, dass wir wirklich an Aluminium eben rankommen. Dass der Extraktor dann Aluminium fördert. Weil wir hatten hier hinten schon mal einen. Den habe ich dann zerlegt. Irgendwie fliegt er wieder nicht mehr. Habe ich dann zerlegt. Weil er eurer Meinung nach falsch stand. Das glaube ich euch natürlich auch. Liegt hier vielleicht eh gerade ein bisschen noch rum, Aluminium? Wir hätten wieder Platz im Rucksack.
Das hat auch irgendwie eine spannende Gegend. Es ist beim Raumschiff am ehesten, macht es, glaube ich, am ehesten Sinn. Oh, was ist das hier? Uran? Iridium? Ja, nehmen wir mit. Wenn das schon hier so rumliegt. Hier ist das Raumschiff. Ach, guck mal. Iridium. Aber eigentlich werden wir eben wegen Sauerstoff, sage ich schon. Wegen Aluminium hier. Und hier sehe ich kein Aluminium. Ihr habt geschrieben, hier beim Schiff macht es am ehesten Sinn. Aber wenn hier kein Aluminium rumliegt, habe ich so das Gefühl, einen leisen Verdacht, dass wir hier auch nicht an Aluminium rankommen. Deswegen gehe ich hier mal noch ein bisschen gucken. Hier geht es natürlich dann schon wieder irgendwie fast in eine andere Welt rein. Oder war das hier? Ich würde sagen, wir bauen das Teil mal hier hin. Es hieß beim Raumschiff, wir wären hier beim Raumschiff. Wenn ich es jetzt nochmal finde. Ja, hier irgendwie durch. Hier liegt halt wirklich kein Aluminium rum. Aha, hier liegt Aluminium rum. Das würde ich dann gleich mal als Zeichen nehmen. Oder sollen wir doch eher zum Schiff gehen? Ja, wir sind ja beim Schiff. Also, dann kommt der Kollege hier hin. So, zack, einmal Kollege Extraktor, wunderbar. Jetzt müssen wir eigentlich ein Momentchen warten und gucken, ob er nicht eh schon was rauskriegt. Ein Aluminium haben wir jetzt mal uns noch gegönnt. Ihr könnt gerne sonst nochmal in die Kommentare schreiben, falls ihr das Gefühl habt, das ist von der Stelle her immer noch nicht ideal, wo das Ding steht. Wir können jederzeit damit umziehen. Ich muss aber gucken, dass der Inventar nicht überfüllt ist, weil sonst fallen die Sachen auf den Boden. Und dann können wir sie natürlich nicht mehr aufnehmen, das ist klar. Nee, ist noch nichts. Gut, dann gehen wir später gucken, würde ich vorschlagen. Oder wir fliegen halt hier noch ein bisschen rum. Ja, aber eben, wenn wir hier nichts Schlaues finden. Interessant, dass ich jetzt hier plötzlich Iridium und alles Mögliche noch gefunden habe. Und Uran. Das könnte natürlich sein, dass ich das tatsächlich sogar mal irgendwie rausgeballert habe. Und guck mal, was wir da hinten haben. Das nutzen wir doch glatt mal noch kurz aus, würde ich vorschlagen. Einmal Sauerstöffchen. Ja, aber schön, wenn man hier so außen Dingens hat. Wasser haben wir ja eigentlich auch genug. Nehmen wir auch noch. Und dann wären wir hier eigentlich schon wieder fit, um weiter zu reisen. Aber ich würde, glaube ich, fast eher noch mal kurz zurück. Und gucken, ob der jetzt hier nicht was hingekriegt hat in Sachen Extraktion. Hier liegt nicht per Zufall irgendwie noch... Nein. So ein bisschen Aluminium rum. Ja, Magnesium. Okay, nehmen wir natürlich auch mit, ist aber nicht, was wir brauchen. Ich nehme mal noch ein paar Kobalt mit, damit wir wieder Sauerstoff herstellen können. Das ist, glaube ich, nicht so falsch, wenn ich das mache. Weil Sauerstoff, sonst brauchen wir halt überall diese Basen. Wir haben sie an gewissen Orten, haben wir jetzt gerade gesehen. Aber an anderen eben nicht. Und da sind wir dann auf diese Flaschen natürlich angewiesen. So, hier gibt es ja Kobalt ohne Ende. Sehr gut. Das müsste wieder für ein bisschen Sauerstoff reichen. So, zack. Und da gehe ich nachher nochmal schnell gucken. Hier gibt es, das ist ja wirklich, das ist die Kobalt-Gegend schlechthin. Hier gibt es eigentlich nur Kobalt. Ganz krass. Da ist Aluminium, ich sehe es. Nee, da glitzert Kobalt. Ärgerlich. Dachte, wir hätten gerade nochmal ein Aluminium gefunden. Oh, aber hier nochmal. Ein Iridiumstab. Eine Superlegierung. Das finden wir aber nicht. Das haben wir irgendwann mal hier allen Ernstes deponiert aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, als wir hier... Hat man hier so einen Extraktor? Dann haben wir den abgerissen und der Inventar war voll. Deswegen liegt das hier rum. Oh, das ist jetzt aber noch praktisch, dass wir das gefunden haben. Das kommt mir doch noch entgegen, muss ich gestehen. So, wir nehmen noch mal ein bisschen Kobalt und dann würde ich sagen, wir düsen mal zurück. So, und stellen noch diese Sauerstoffkollegen her. Dann sind wir nämlich wirklich wieder gewappnet, tatsächlich für weitere Sachen, für weitere Ausflüge. Das leuchtet da nur ein bisschen. Jetzt wird es noch dunkel, aber ich denke, ja, die Richtung hier hinten müsste passen. Ja, eigentlich ist der Inventar voll. Und da haben wir tatsächlich nochmal so einen Stab gefunden und eine Superlegierung. Die wir irgendwie hier mal, ja, vergessen haben. Beziehungsweise, die ist aus dem Inventar rausgefallen, weil eben Kollege Rucksack überfüllt war. Wir kennen das Problem. Also, schnell hier rein. Wir haben eigentlich noch einen anderen Eingang. Da würde ich mal gerne gucken, wo war der denn gleich nochmal? Nee, hier nicht. Hier, hier ist doch irgendwie was. Wir klettern mal. Ja, dann sind wir hier. Sauber. Einmal zu den Schränken.
Food, Food, Food bringt nichts. Stoffe allerlei bringt nichts. Das sind ja doch nochmal. Ach, wir haben. Ach, ja, logisch. Hier haben wir natürlich doch auch noch Schränke. Ich dachte, wir hätten wirklich nur in dieser Reihe Schränke. Das stimmt so aber natürlich nicht. So, Silizium rüber, da drüber. Ne, Aluminium hätte ich gerne wieder. Da haben wir einen Spezialschrank. Das kommt raus. Dann haben wir hier zwei Stäbe. Ne, das ist aber auch falsch. Das ist ja nur Iridium. Da. Zack. Zack. Ja, sortieren müssen wir das nicht mehr. Superlegierungen. Da. Einmal. Hier unten. Dann Iridium. Einfach als Iridium ohne Stab. Ja, so langsam weiß ich dann schon, wo die Sachen sind. Haben wir hier Uran auch? Nein. Uran haben wir gut versteckt woanders. Hier, die haben einen eigenen Schrank. Ja, Uran haben wir genug. Kobalt brauchen wir jetzt noch. Und Aluminium kommt hier rein. Sehr gut, dann sind wir soweit unterwegs. Relativ gut. Nochmal was trinken, dann sind wir auch hier gut unterwegs. Und dann gibt es jetzt Sauerstoffchen. So, in rauen Massen. Geht ja zügig. Nochmal. Nochmal. Ja, ich glaube, so viele Sauerstoffflaschen hatten wir echt noch nie. Aha, dann geht's nicht mehr. Gut, aber jetzt sind wir relativ gut unterwegs. Ich würde sagen, da können wir doch tatsächlich glatt mit gutem Gewissen wieder einen Ausflug machen in der nächsten Folge. Und ab und zu natürlich zum anderen Extraktor nach da hinten, weil vielleicht kriegt er ja doch irgendwann mal noch Aluminium raus. Das wäre angenehm. So, geht ihr mal rüber hier. Nochmal was essen macht keinen Sinn, aber ein bisschen was mitnehmen muss ich natürlich. So, dann haben wir das hier. Einmal rüber. Ja, kann auch rüber. Dann haben wir hier viermal Sauerstoff, zweimal Wasser. Wasser kriegen wir draußen sowieso. Ist ja kein Problem. Weil ich jetzt noch schnell mache. Wir gehen hier noch kurz plündern, wenn man so will. Hier oben war's. Uah. So, weil das ist auch schon wieder voll. Damit er wieder weitersuchen kann. Sauber. Einmal runterdüsen. Einmal rein. Dann zum Schrank Rohstoffe. Irgendeiner, der nicht voll ist. Der ist jetzt voll. Ja, bei dem ist okay. So, alles rüber. Und dann haben wir hier wieder genug Rohstoffe. Gut, ich bin soweit zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Oh, wisst ihr was? Jetzt gehen wir aber nochmal schnell gucken. Wir haben doch hier irgendwo den Monitor hingehängt. Oh Gott, ja, wo haben wir den denn hingehängt? Da. Weiß jemand, was das heißt? Pflanzen 22,44. 0 Gramm Insekten, ja, weil wir keine haben. Ich kann da aber nichts machen. Ich kann da tatsächlich nur lesen. Biomasse 22,46. Ja, wie auch immer. Terraforming haben wir bei 613. Das geht also voran. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch hat ein bisschen Spaß gemacht. Morgen geht es wieder auf eine Expedition. Da würde ich aber gerne eine größere, weitere machen, dass wir uns wirklich mal nochmal richtig überall umsehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis auf dich, moin. Tschüss.